Hey Gamerinos, ich bin der Marc, der BMAC, und ich begrüße euch wieder mal zu Overwatch. Overwatch, das ein Riesenspiel, das draußen ist seit gut 14 Tagen und es wird gespielt wie blöd. Obwohl man so ein Gefühl hat, es ist noch nicht wirklich fertig, der Ranked-Modus soll erst Ende des Monats kommen. Trotzdem gibt es schon E-Sport. Für alle, die nicht wissen, was E-Sport ist, das ist, wenn man ein Spiel probiert, professionell zu spielen, also sprich in der Liga. Online oder offline, respektive an einer LAN-Party. Ja, E-Sport, grosses Thema. Es gibt auch schon viele Teams wie Cloud9, gerade in Nordamerika, Liquid gibt es, Luminosity. Und SK Gaming hat auch schon eins, so wie mir ist. Und ich habe jetzt gerade so ein die nordamerikanische Szene verfolgt, da die Profi-Match mal angeschaut und ja, es hat etwas. Also, das ist schon etwas anderes, als wenn du Public spielst. Da gehst du vor allem auf Gruppenkämpfe, wenn einer stirbt, dann musst du so die ultimativen Fähigkeiten kombinieren. So. Sehr interessant, um das Ganze anzuschauen. Da ist ein Potenzial vorhanden. Ich selber habe schon bei zwei Göps mit ein paar Jungs von mir habe ich mitgespielt, wie ESL Göps, und da hat es riesen viele Leute, irgendwie 300 Teams im ersten Göp und im zweiten waren es sogar 400 Teams gewesen. Muss ich mir das mal vorstellen, also die Nachfrage ist riesengroß. Und ja, durchaus ist es auch gemacht für E-Sport, wobei ja, es gibt noch gewisse Sachen, die müssen balanced werden, also momentan im Profibereich zuerst vor allem ein Combo extrem viel, nämlich zwei Tanks und zwei Healer. Mercy ist eigentlich immer dabei und der Lucio ab und zu. Also wenn nur ein Healer gespielt wird, ist es vor allem Mercy. Und das ist doch ein Kritikpunkt, weil ich finde, Mercy ist für uns langweilig zu spielen. Oh, das habe ich schon Beta gesehen, finde ich immer noch. Es gibt eigentlich nicht so viele Herren, die Held. Das ist eine Schweizerin, oder? Du stehst einfach hin und du schielen. Es ist einfach nicht nur, dass es nicht mies ist, sondern es ist einfach langweilig zum Spielen, für mich. Aber trotzdem sieht man es, im Tankbereich ist der Reinhardt, den man die ganze Zeit sieht, das ist eigentlich der Must-Have-Tank. Der wird manchmal kombiniert noch mit der Saria oder natürlich mit dem Winston, je nachdem. Bei King of the Hill Maps, wo man einen Point muss einnehmen. Dort hat man es ein bisschen mehr, dass es weniger Tanks sind. Da habe ich auch schon gesehen, dass gar kein Tank gespielt wird. Also es wird probiert, grosse Taktiken, wie man es im Counter-Strike sieht, erlebt man noch nicht im Overwatch. Das Spiel ist schon noch recht jung. Und es nimmt mich so ein bisschen wundern. Wie seht ihr das? E-Sport, ist das etwas? Gibt es vielleicht irgendwie sogar eine Schweizer Liga? Wird das so gross wie Counter-Strike? Oder ist das jetzt nur ein kurzer Spiel? Nachher spielt das eh niemand mehr. So à la Team Fortress 2, wo ja das Szeno riesig geschrumpft ist. Es würde mich wundern, was ihr gesagt habt. Oben rechts könnt ihr es abonnieren. Und unten links könnt ihr andere Videos von mir anschauen. Und in der Mitte, irgendwo dort rechts. Hey Bullshit, unten rechts. Könnt ihr andere Videos anschauen, unten links könnt ihr kommentieren. Ist ja gleich, auf jeden Fall bin ich's, der Marc, der BMAC. Tschüss zusammen.